ändern. Aber im Land können wir dafür sorgen, dass hier sich was ändert und darüber auch im Bund die FDP etwas kürzer treten muss. Gut wär's für die Politik dieses Landes, liebe Freundinnen und Freunde. Die FDP sagt, gute Sozialpolitik ist es, wenn man die Steuern entlastet, vor allem für diejenigen, die auch der FDP spenden und FDP wählen. Wir hingegen sagen, das Geld ist dringender aufgehoben, ich habe es vorher gesagt, bei der Bildungspolitik und auch beim Klimaschutz. Und es gibt einen dritten Bereich, für den wir dringend Geld brauchen. Ich finde, es ist ein zum Himmel reichender Skandal, dass wir Kinder in Deutschland haben, die in Armut aufwachsen. Das ist etwas, was wir dringend ändern müssen. Es kann niemanden ruhig schlafen lassen, zu wissen, dass es bei uns in Deutschland Schulen gibt, in denen es bereits ein Schulmittagessen gibt. Aber nur ein Teil der Kinder nimmt daran teil, weil ein anderer Teil der Kinder sich das Geld für das Mittagessen in der Schule nicht mal leisten können. Das, liebe Freundinnen und Freunde, zu ändern, ist auch eine Form von Sozialpolitik, die in die Zukunft investiert, weil die Kinder sind diejenigen, die künftig diesen Standort Deutschland und NRW bestimmen werden. Darum ist unsere Sozialpolitik eine, die die Kinder in den Mittelpunkt stellt und dringend dazu beiträgt, dass Kinderarmut in diesem Land der Vergangenheit angehören muss. Dazu gehört, dass wir nicht einfach Hartz-IV-Sätze festlegen können, wo wir den Erwachsenensatz nehmen und dann einfach willkürlich was abziehen für Kinder. Sondern die Sätze müssen so ausgestattet sein, dass eine Nachhilfe da genauso mit dabei ist, wie beispielsweise das Schulmittagessen. Dazu gehört aber auch, dass Menschen, die arbeiten, von ihrer Arbeit menschenwürdig leben können müssen. Darum brauchen wir endlich einen Mindestlohn in der Bundesrepublik Deutschland, sodass Friseure genauso wie andere in dieser Gesellschaft von ihrer Arbeit ihre Existenz sichern können. Alles andere gehört sich nicht, ist unanständig und muss abgeschafft werden, liebe Freundinnen und Freunde. Und zu unserer Form von Sozialpolitik, das hat übrigens auch was mit Sicherheitspolitik, gehört auch dazu, dass wir die Polizisten, die hier jetzt da stehen und zur Sicherheit unserer Veranstaltung beitragen, ihre Arbeit machen, dass wir von denen so viele brauchen, dass wir stattdessen keine Kameras in unserer Stadt brauchen. Wir glauben nicht, dass man mehr Sicherheit bekommt, indem man die Fußgängerzone mit Kameras zustellt. Das ist FDP-Sicherheitspolitik. Wir wollen eine Sicherheitspolitik, wo wir genug Polizisten haben, die anständig bezahlt werden, ihre Arbeit gut machen und dann deshalb dazu beitragen, dass man sich sicher fühlen kann, vor allem für ältere Menschen, dann wenn es dunkel ist in der U-Bahn-Station oder sonst wo. Das ist unser Verständnis von Sicherheit. Lieber in die Polizei investieren, als in Kameras investieren, weil Kameras müssen von Leuten beobachtet werden. Das macht mein Sicherheitsgefühl nicht besser. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich will nicht mehr Kameras in der Stadt. Ich will lieber Menschen, die dafür sorgen, dass es sicher zugeht im Land, liebe Freundinnen und Freunde. Zum Schluss. Viele sind besorgt angesichts der Nachrichten aus Griechenland. Ich kann nur sagen, das, was Frau Merkel gemacht hat die letzten Wochen, nämlich, dass sie gehofft hat, hoffentlich werden die Griechenland-Nachrichten nicht auf die Seite 1 der Zeitungen kommen, bis die NRW-Wahl rum ist, hat dazu geführt, dass diese Wahl vielleicht eine der teuersten Wahlen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wird. Das Zögern von Frau Merkel in der Frage Griechenland heißt für uns, es wird teurer für Deutschland, es wird schwieriger für Griechenland und es wird mit Sicherheit riskanter für die Europäische Union. Wir sind in einer Situation, wo wir nicht mehr länger so tun können, als ob das, was in Griechenland passiert, mit uns nichts zu tun hätte. Das Zögern hat jetzt bereits dazu geführt, dass die Zinsen in die Höhe gegangen sind und die Banken sich noch mehr in Reibach damit machen können. Darum ist es richtig, und Bündnis 90 Die Grünen macht hier nicht eine einfache Oppositionspolitik, sondern übernimmt in der Opposition Verantwortung für Europa, dass wir Griechenland über die Darlehen helfen. Wir sagen aber auch, das darf kein Fass ohne Boden sein. Darum muss Griechenland seinen Teil der Hausaufgaben erfüllen, die Haushaltssanierung anpacken, dafür sorgen, dass Steuern endlich auch bezahlt werden, dass Korruption bekämpft wird. Und wir haben übrigens als Grüne auch einen sehr guten Vorschlag, wie man kurzfristig viel Geld einsparen kann. Die Militärausgaben müssen runter, in Griechenland wie in der Türkei, weil es absurd ist, wenn man solche Schulden hat, dann noch Geld zu verpulvern für Militärausgaben, wo man das Geld zum Fenster rauswirft. Das ist sicherlich anderswo besser angelegt, auch in Griechenland, liebe Freundinnen und Freunde. Aber wir sagen,
wenn diese Krise nicht weiter ausgreifen soll, nach Portugal, nach Spanien, nach Italien und irgendwann den Euro insgesamt gefährdet und damit auch unsere Wirtschaft gefährdet, dann muss endlich Europa gestärkt werden. Und als Pro-Europa-Partei sagen wir, wenn wir eines aus der Finanzkrise gelernt haben, dann ist es doch, dass wir nicht nationale Bankenaufsichten alleine brauchen, sondern europäische Bankenaufsicht, die in die Bücher reinschaut. Wir brauchen Ratingagenturen, die unabhängig sind von der privaten Wirtschaft, die bei der Europäischen Zentralbank angesiedelt sind und die uns ehrliche Zahlen geben über den Staat. Und wir brauchen eine europäische Kontrollinstitution, Eurostat heißt die, die auch das Recht hat, in die Haushalte der Länder reinzuschauen. Die wollten das schon mal, 2005. Die haben damals gesagt, die Zahlen aus Griechenland, denen trauen wir nicht, die sind falsch. Damals haben alle Regierungen, inklusive unserer, gesagt, wir wollen nicht, dass Brüssel in unsere Bücher reinschaut. Heute wissen wir, dass wir einen teuren Preis alle gemeinsam dafür zu bezahlen haben. Jeder wusste ganz genau, was in Griechenland los war. Die Politik wusste es, die Banken wussten es und trotzdem haben wir denen die Kredite gegeben. Jetzt müssen wir die Konsequenzen daraus ziehen. Ich will aber nicht, dass diese Krise sich anderswo wiederholt. Darum muss jetzt die Europäische Union gestärkt werden, sie muss vertieft werden. Das macht man aber sicherlich nicht, indem man Herrn Oettinger aus Baden-Württemberg, der noch mit seinem Englisch übt, nach Brüssel schickt, wie es Frau Merkel gemacht hat, sondern indem man die Besten der Besten nach Brüssel schickt. Und da muss Frau Merkel endlich aufwachen. Die Zukunft der Europäischen Union gewinnt man so nicht. Und darum wollen wir auch dafür sorgen, dass die deutsche Politik hoffentlich spätestens ab 2013 wieder eine verlässliche und gute Europapolitik wird, wie es unter Joschka Fischer der Fall war, wo man wusste, man kann sich in Europa auf Deutschland verlassen. In diesem Sinne herzlichen Dank. Am 9. Mai unbedingt wählen gehen. Es wird knapp. Es könnte so aussehen, dass es ein Fotofinish gibt. Wer nicht will, dass es zur großen Koalition kommt, ich sag's nochmal, zwischen Beton, zwischen Chlor und zwischen Kohle, da sind die sich sehr schnell einig, der muss am 9. Mai mit der Zweitstimme Bündnis 90 Grüne wählen. Und in Aachen, glaube ich, kann man sogar um die Erststimme werben, so gut wie ihr da seid. Deshalb stärkt uns, damit wir nach dem 9. Mai euch stärken können. Herzlichen Dank.